Hallo Kinder! Herzlich willkommen heute zum Kindergottesdienst. Ich stelle mich kurz vor, ich bin der Andreas und meine Assistentin, die liebe Michaela. Michaela? Michaela? Ach, hallo Andreas! Hallo! Hallo Kinder, ich bin die Michaela. Ich bin ein bisschen außer Atem, ja, aber es geht gleich. Warum bist du denn so außer Atem, Mann? Ich war gerade auf Arbeit gewesen. Weißt du, ich arbeite im ambulanten Pflegedienst. Ich fahre zu den Leuten nach Hause, zu älteren oder kranken Leuten und helfe ihnen beim Waschen und beim Anziehen und Essen machen. Medizinisch eben halt Verbände und Spritzen und Medikamente alles. Ja, und da muss ich auch Sonntag arbeiten. Und ich wollte doch so gerne zum Kindergottesdienst. Na klar. Und deswegen bin ich ein bisschen abgehetzt. Aber jetzt geht's schon wieder. Das ist schön, dass du da bist. Ja, und ich? Ja, ich arbeite als Schlosser. Da muss ich mich mit Metallen auskennen. Ich muss mich mit den Werkzeugen befassen. Und ich muss Maschinen reparieren. Sowas mache ich den ganzen Tag. Und du, Michaela, weißt du, was mir letztens Spannendes passiert ist? Ich habe letztens in der Bibel, in meiner Bibel gelesen, vom Psalm 23. Und da steht etwas über einen Hirten. Ein Hirten? Weißt du denn, was so ein Hirte ist und was der macht? Naja, früher gab es ganz viele Hirten, weil die haben ja die Wolle und auch das Fleisch gebraucht zum Essen und für die Wolle eben für die Kleidung herstellen. Jetzt wird zwar nicht so viel gebraucht, aber zu Ostern isst man ja doch gerne mal Lammfleisch oder... Für die Deiche sind die Schafe auch noch wichtig, weil die großen Maschinen können die ja nicht das Gras mähen, da geht der Deich kaputt. Und deswegen nehmen sie die Schafe, lassen sie das Gras runterfressen. Und das Vorteil ist bei den Schafen, die tun die Mäuselöcher zutreten. Deswegen sind sie sehr nützlich. Ja, aber bei dem Psalm 23, das hat der König David geschrieben. So. Der war nämlich früher ein Hirte gewesen und hat dann geschrieben, was so ein Hirte macht. Und das Coole, das passt sehr gut zu Jesus. Wollen wir das den Kindern mal ein bisschen erklären mit den Hirten? Ja, natürlich. Ich habe ja Sachen dazu, die wir da nehmen können. Du sag mal, wie sieht denn so ein Hirte überhaupt aus? Ich habe einen Hirte. Warte mal, ich hol ihn. Ah, ganz spannend. Ziehen wir gleich einen Hirten. Wow. Warte hier, ich habe einen Hirten. Das ist ja toll. Ist ein Hirte. Der hat einen Hirtenstab, um halt vielleicht böse Tiere zu vertreiben. Oder eben halt die Schafe, dass sie nicht zu weit auseinander wegrennen und so, sondern dass sie zusammenbleiben. Oder dass er sie zum frischen, also zu schönen Weiden hinführen kann, zu saftigem Gras. Und so einen großen Hut, braucht er den auch? Naja, der schützt ihn vor Regen und vor Sonne. Das macht Sinn, ja. Und wo ist jetzt sein Arbeitsfeld? Sagen wir mal, arbeitet der in der Halle oder wie ja, eigentlich auf der Weide, da bräuchten wir eine grüne Decke. Ich habe eine. Soll ich die holen? Na klar, du nimmst den Hirten und ich tue die Decke ausbreiten. Ja, ich heb den mal hoch. Hier. Oh, ist das schwer. Hier, ich habe eine Decke. Die ist gut für als Wiese. Ja, stimmt. Schön saftig grün. Ja, machen wir ein bisschen Berge. Jetzt. Und eine schöne, schöne grüne Wiese. Oh, ich habe meine Brille verloren. So. Ja, aber der steht ja ganz alleine. Fehlt da nicht irgendwas? Naja, da fehlen noch Schafe. Ja, hast du auch Schafe, Micha? Klar, habe ich Schafe. Super. Ich hole sie dir. Micha hat immer alles. Das ist so toll. Ja, ich habe ein großes Schaf. Und noch ein großes Schaf. Oh, das schläft. Na, muss ich auch mal ausruhen. Ich ruhe mich auch mal aus. Und kleine Schäfer, Schafe. Sind die süß. Die nennt man ja Lämmer. So, und was frisst jetzt so ein Schaf, wenn das mal Hunger hat? Naja, schönes Gras und Kräuter, die für den Bauch gut tun. Der Hirte kennt die ja und bringt die auch genau dahin. Wo das gute Gras ist, müssen wir noch Gras holen. Ich hol mal was. Wir können ja hier das Moos nehmen als Gras und ich habe noch was. Das sieht ganz schön saftig aus. Hier haben wir noch Gras und wir können auch
Warte mal. Hier. Oh, jetzt habe ich den Hirten umgekehrt. So. Das heißt also, wenn die mal Hunger haben, dann tut der Hirte die dorthin führen zum frischen Gras. Zum frischen Gras, wie das König David ja gesagt hat, dass er die Schafe zu der frischen Au, also zu den grünen Auen bringt. Genau, das kannst du ja mal spielen. Die Schafe folgt mir ja, zum frischen Gras. Zum frischen Gras. Lecker. Gut. Die haben ganz schön Hunger. Du sag mal. Und wenn die jetzt mal Durst haben, die können ja nicht nur Gras fressen, oder? Nee, König David hat ja auch gesagt, dass er sie zu einer frischen Quelle bringt. Ah ja, frische Quelle. Ich habe einen blauen Schal, den können wir als Fluss nehmen. Na klar, super. Ja, guck mal. Toll, passt doch super. Schöner Bach, frisches Wasser. Ich spiel nochmal die Hürden, wenn ich darf. Und ich die Schafe. Okay, los geht's. Gott, meine Schäfchen, ab zum frischen Wasser, folgt mir noch. Du auch, du kommst jetzt auch mit. Komm, du faules Schaf, muss auch was trinken. Ach, jetzt geht's denen richtig super gut. Du weißt, Micha, jetzt ist mir auch alles klar, was der Psalm 23 bedeutet. Ja. Weil Jesus... Der versorgt uns ja auch mit allem, was wir haben. Mit Essen und mit Leckerem zu trinken. Und er kümmert sich ja auch um uns. Und so... Lass so wir keine ja, Not leiden. Das klingt ja genau nach dem Hirten aus den Psalm 23. Nach dem guten Hirten, der für uns sorgt. So Kinder, heute haben wir wieder ganz schön viel über einen neuen Beruf gehört. Und über Jesus, dass er der gute Hirte ist. Das finden wir alle ganz toll. Super. Wir danken euch, dass ihr dabei wart und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüssi. Tschüss.